Willkommen bei DGV, ich bin Sir Doomsday. Willkommen zu meinem Let's Play zu Ori and the Blind Forest, die Definitive Edition. Auf der Xbox Series X. Ja, ich habe mir die Series X geholt und habe mir jetzt mal überlegt, Ori and the Blind Forest zu Let's Playen auf der Series X, weil ich habe über dieses Spiel nur Gutes gehört und ich würde mich natürlich begleiten, wenn er mich auf diesem Abenteuer begleitet. Also, freuen. Oh Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache, ne? Ja. Wie gesagt, das ist ein schönes Spiel, habe ich gehört. Ist eine Art Metroidvania-Prinzip. Und ja, starten wir los. Wir wollen leerer Speicherplatz. Schwierigkeitsgrad. Für Spieler, die mehr Story und weniger Herausforderungen möchten. Ich habe auch gehört, das soll ziemlich schwer sein. Also man wird sehr, sehr oft sterben. Und ich sage mal, wir fangen mal mit normal an. So, dann legen wir los mit Ori and the Blind Forest. Ich bin sehr gespannt. Die Folgen werden ungefähr eine Stunde gehen. Angemerkt sein, es gibt auch noch einen zweiten Teil. Und wenn ihr wollt, dass ich den auch let's playe, dann ist auch ein Teil. Schicksalshafte Nacht. Fein,
ein bisschen Zeit vergangen. Sieht nicht mehr so idyllisch aus. Shinda Shoto. Da liegt noch eine Frucht. Ich frage mich, wie viel Zeit vergangen ist. Damit das so aussieht. Der hätte hier nicht durchgepasst. Sie? Ich werde sagen, was es ist. Finkode Schumwa. Essen mitgebracht. Sie lebt nicht mehr. Ist wohl verhungert. Ich denke mal, der Baum redet zu uns. Was ist das eigentlich für ein Wesen?
gespeichert. Jetzt scheint das Spiel richtig loszugehen. Wir haben unten 3 Lebenspunkte, denke ich mal. Und in der Mitte 0. Da gehe ich mal lieber nicht lang, das sieht aua aus. Gehen wir mal weiter nach links. Was stand da jetzt? Halte A gedrückt, um höher zu springen. Ah, okay. Waldsenke. Ja, da komme ich nicht hin. Was ist das hier? Ich glaube, das sieht auch noch aua aus. Gehen wir mal unten lang. Gibt's eigentlich. Ah, hier haben wir. Oh, links gibt's aber viele Fähigkeiten. Alles gesperrt. Rechts sehen wir unsere Statistiken. 11 Minuten gespielt, 1%. 0 sind die Tote sein. 12 Leben. 15, was auch immer, und 33, was auch immer. Weltereignisse gibt 6, okay. Erhalte unten gedrückt und drücke A, um die Plattform hindurch nach unten zu springen. Da ist was. Du hast eine kleine Geistergefäß gefunden. Es wurde Geisterlicht zu deinem hinzugefügt. Finde weitere Geisterlichtgefäße, um schnell Fähigkeitspunkte zu sammeln. Ah, okay. Okay, verstehe. Das macht Aua. Kann man schwimmen? Oh, macht Aua, okay. Gehen wir mal weiter. Was ist das? Ah. Du hast eine Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Okay. Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Ah, okay. Halte B gedrückt, um deine Seelenverbindung zu erzeugen und dein Spiel zu speichern. Spiel gespeichert. Okay. Verstehe. Geisterlich gefunden. Wenn du den füllst, erhältst du Fähigkeitspunkt. Du hast Energiespieler gefunden. Horis Energiezelle wieder her. Okay. Seelenverbindung ist bereit. Ach, ich kann im Prinzip immer speichern, sobald ich einen Punkt habe. Okay. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Erzeuge eine Seelenverbindung und tippe in der Nähe B an, um den Fähigkeitsbaum aufzurufen. Flammensalbe. Möglichst dir 3 Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Sammelobjekte werden von Ori angezogen. Ermöglicht das neue Benutzung von Seelenverbindungen. Das hier. Okay. Aber ich kann noch nicht angreifen oder so. Meine Kraft kehrt zurück, ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaums. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deine Reise führen, wenn du das möchtest. Sei still. Hörst du das? Sie müssen dir hergefolgt sein. Jetzt die Möglichkeit auch anzugreifen, okay?
Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke oder der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Okay, ja, hier sehen wir jetzt wohl anscheinend die Karte. Die auch ziemlich groß sein wird, denke ich mal. Neues Ziel, finde den Geisterbaum. Ah, damit mache ich die Karte auf, okay. Da gibt es Fähigkeitspunkte. Ich kann ja diese Pflanzen kaputt machen. Ey, der schießt. Geisterportale sind uralte Bauwerke, die benutzt wurden, um schnell durch ganzen Nibel zu reisen. Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du einmal erschöpft bist. Ich komme jetzt halt nicht lang. Aua, hab ich getroffen. Halte RT gedrückt, um Objekte zu greifen und zu verschieben. Okay. Komm ich direkt hier rüber. Was ist hier? Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine nötig ist. Okay. Was gibt's jetzt hier? Oh, das ist einfach nur ein anderer Weg. Oben komme ich oben lang. Ich will erst oben lang. Zack. Ah, noch ein Stein. Ich kann jetzt auch hier runter, oder? Geistertor blockiert unseren Weg. Vor den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein. Um Geisterbaum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. Die habe ich ja schon. Zwei Stück. Hammer. Geisterhöhle, Hohlhain, Schwarzwurzelgänge. Gut. Wir sollen jetzt zum Baum, also Geisterhöhle. Was ist, wenn hier lang geht? Ey, frech. Ey, hier geblieben. Hau doch nicht ab. Verschwindet die auch noch in der Zeit? Mich erwischt heute.
hast eine Lebenshelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenshellen, um deine Überlebenskraft zu steigern. Okay. Ah, ich sehe gerade, ich habe noch ein Level. Können wir mal speichern und noch einen Punkt ausgeben. Erhöht die Stärke der Geisterflamme. Ja, komm. Mehr Angriffskraft. Oh ja. Macht sich gleich bemerkbar. Hier brauchen wir zwei Schlüsselsteine haben wir nicht. Wie laut der Sound ist. Ich mach mal kurz ein bisschen runter. So. Wie man mich besser versteht, ne? Gut machen. Ich will erstmal hier unten lang. Ein Kartenstein, einer der vielen uralten Markierungen, die dazu dienten, eine Landkarte des Waldes Nibel anzufertigen, wäre der Wus. Ein Teil fehlt, wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Okay, müssen wir Stein finden. Hier ist auf jeden Fall ein Schlüssel, das ist schon mal gut. Hey, da drüben ist eine Machtsphäre, nenne ich es jetzt mal. Oh, der Gegner spawnt aber schnell wieder, hä? Kartenstein, sehe ich gerade. Geht's denn hier unten hin? Wir gehen erstmal oben lang, oder? Ja, ich weiß nicht. Das ist immer so. So Dingen, so viele Wege, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ist auch schlecht. Ne, muss unten lang. Aua! Oh, wenn mein Level steigt. Vernichtet man auch Gegner. Hey, da liegen frech. Da oben ist wieder so eine. Fähigkeitssphäre. Ah ja, wie gesagt, das ist ein Metroidvania-Prinzip. Du lernst nach der Zeit neue Fähigkeiten, wo du dann an Orte kommst, die du vorher nicht erreichen konntest. Das Licht des Geistbaums lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor 4 Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unseren Feindangriffen verwundet und getötet. Nun sind die Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von Viel, dem Geist darin. Das müsste mir jetzt theoretisch eine neue Fähigkeit geben. Du hast den Wandsprung erlernt. Diese Fähigkeit nutzen, musst du dich unter Verwendung von zu einem Wand hinbewegen und dann wiederholt A drücken und daran nach oben zu springen. Ah, ich kann jetzt diese Wände hier hoch. Ah.
habe seine Energiezelle gefunden, ja, okay. Interessant. Jetzt können wir Wände hochklettern. Das ist schon mal sehr hilfreich, aua. Habe ich nicht gesehen. Da hoch komme ich leider noch nicht. Geh weg. Wo ist das denn? So, nicht den brauche ich da hoch. Ah, dachte ich mir, hier war versteckt. Okay, das ist jetzt nicht schwer, das zu kapieren. Oh, Schlüsselstein. Halte RT gedrückt, um Objekte zu greifen und zu verschieben. Ah, jetzt komme ich zu dem Kartenstein. Du hast ein Kartensteinfragment gefunden. Bring es zu einem Kartenstein, um einen neuen Bereich der Karte freizuschalten. Bringen wir das doch mal dahin. Oha, auch noch viel. Da war nichts mehr. Dann müssen wir jetzt wo oben lang. Speicher, ne? Ich habe noch einen Punkt. Erfordert Stichflamme, Funkeflamme. Okay. Dann nehmen wir jetzt mal das hier. Ich glaube, dann werden die angezogen. So, wir können ja jetzt hier durch. Ich weiß noch gar nicht, wie lange die Spielzeit ist. Ich glaube, ca. 10 Stunden oder so. Ich weiß es nicht. Bin ich hier runter? Nee. Aua. Das hat weh. Ich hab mir zwei Energiezellen abgezogen. Noch Schlüsselstein. Und da oben ist ein Geheimnis. Da hin. Auf jeden Fall nicht von hier. Aua. Das ist ganz schön Schaden, ey. Was ist denn? Diese Energietore wurden von den Geistern der Vergangenheit versiegelt. Wenn wir genug Energiezellen sammeln, öffnen sie uns einen Weg. So. Ach, da brauche ich die
Die Geistermacht. Da habe ich nur 2 und hier brauche ich anscheinend 4. Okay. Ich verstehe. Was kommt sogar zurück? Dann kann ich da noch nicht lang. Wird das markiert? Nee. Wir können auch mal speichern, ne? Wie alle 4. Nein! Aua! Oh, das war knapp. Oh, hier ist ein Baum, oder? Der Geisterbaum, er muss seine letzte Kraft genutzt haben, um dich zu retten. Komm jetzt und hör dir unsere Geschichte an. Es war die Nacht der Lichterzeremonie. Es war unser Licht, das sie hasste. Okay. Du hast das Licht des Geisterbaums empfangen. Er hat unser Schicksal in deine Hände gelegt. Hör jetzt gut zu, denn du musst dies verstehen. Der Geisterbaum gab den 3 Elementen des Lichts Kraft und im Gegenzug sorgten sie für Gleichgewicht und warten Nibel in Sicherheit. Das Element des Wassers hoch oben auf dem Ginso-Baum. Das Element des Windes tief in den Elendsruinen. Das Element der Wärme unter den Flammen des Horubergs. Um Nibel wieder zur alten Glanz zu verhelfen, müssen wir ihr Licht erneut entfachen, bevor es zu spät ist. Das erste finden wir hinter der Spinnenhöhle auf einem Baum, wo einst das Wasser floss. Finde den Geisterbaum. Okay. Das heißt, wir müssen hier nach rechts. Aber hier ist noch so viel, wo ich noch nicht war. Und dann auf geht's. Hohlhain, Teil des Windes.
Sei vorsichtig, Ori, der Boden ist instabil. Ey, du kannst es doch bestimmt kaputt machen, oder? Ich musste sogar hier runter, sonst wäre ich gar nicht weitergekommen. Okay. Bleib hier. Kann ich nicht kaputt machen. Ach, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Und auf dem gleichen Farm. Fragen, ob es irgendwo lang geht. Nope. Unten links geht nicht. Da ist mir der Weg versperrt. Was sind das denn für Dinger, ey? Weg. Wer weiß. Das teilt sich in ganz kleine Dinger noch auf. Ich glaube, da werde ich mal... Weil in der Nähe kann ich keinen Speicherpunkt setzen, okay? Gehen wir nochmal hier hoch. Machen wir es hier. Jetzt können wir auch leveln. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abklingzeit. Oh. Das klingt gut. Aber nicht reinschwingen. Oh, wie viele sind denn das? Gut. Weg. Meine Fräsen. Das waren viele. Das ist nicht lang. Das heißt, wir müssen. Bitte was? Hä? Was verpasst? Ach, wir müssen nach oben lang. Moment. Hier links konnte ich doch nicht lang, oder? Ach doch, lol. Oh, neue Fähigkeit. Anno, der Geist, der hier gestorben ist, war stark und mutig. Ich lausche seine Stimme, denn er konnte unser Licht bündeln. Ah, damit ich diese Mauern kaputt machen kann, wa? Diese Säulen. Flamme erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du X zum Aufladen gedrückt halten und dann X loslassen, um alles in unmittelbarer Nähe zu zerstören. Okay. Kann ich jetzt diese Säulen kaputt machen, oder? Ja, kostet mich eine Energiezelle. Warte mal, das heißt, ja. Und ist wieder hoch. Das hatte ich nicht gesehen, dass ich da auch lang gehen kann. Jetzt leben die alle wieder. Weg mit euch. Nochmal speichern. Kann ich hier auch Schaden damit zufügen? Oh ja. Zweimal erwischt. Bei
geil. Okay, ich glaube, der Stein muss runter. Was ist denn hier unten? Ich glaube, hier sollte ich noch nicht drunter sein, wie das Ding da oben noch ist. Energiezelle. Oder Lebenszelle, wie gesagt. Knapp. Hat nicht viel gefehlt, hätte ich Schaden gefressen. So, das hängt doch. Ich kann ihn einfach fallen lassen, oder? Ja. Böse Spinne. Da muss ich lang rechts gehen und mal nach links. Energiezelle. Jetzt haben wir drei. Eins bräuchte ich noch, dann könnte ich diese komische Tür da oben aufmachen. Level up. Wie viele gibt es denn davon? 15. Drei habe ich, zwei Energiezellen. Also Lebenszellen. Okay. Was ist rechts da? 0,33. Hm. Drei Fähigkeiten haben wir mittlerweile. Mal hier was machen. Oh, mal das. Auf. Hey. Aua. Echt nicht gesund aus. Aber da unten gibt es auch noch irgendwas, oder? So. Muss ja auch mal springen gedrückt werden. Weil ich wäre es unten lang. Was nicht geht. Okay. Kartenstein. Kann ich die damit auch kaputt machen? Jo. Kann ich. Na, da komme ich nicht hoch. Schade. Gehen wir mal den Baumbader rauf. Echt ein bisschen planlos, wo man hier eigentlich langläuft, ey. So, neue Gegner. Feuer. Hat aber viel Energie, der Junge. Warte mal, bevor ich da lang gehe. Ging es hier unten noch lang? Aber
Was? Gleich. Oh, das ist gerade ein Fragment. Aber so weit. So weit wollte ich gar nicht. Hey, Gesundheit, danke. Verdammt, wo war jetzt der Kartenstein? Unten, gell? Verdammt. Aber wie? Oh Gott. Okay. Warum nicht? Ob ich hier schon lang gehen sollte. Ey, folgt dann ja regelrecht. Der ist auch grün. Kann ich den irgendwie dagegen werfen? Ich will ja wohl rumlaufen, okay. Oh, was ist das denn? Sieht nach sehr viel Aua aus. Was? Das war mein erster Tod. Frech. Wurde ich zurückgesetzt. Weil ich ewig nicht gespeichert habe. Nein, ich töte. Wahnsinn. Das ist. Oh. Na gut, machen wir es halt nochmal. Alter, das ist halt das Metroidvania-Prinzip. Lassen wir das erstmal da oben. Das sollte ich glaube ich eh noch nicht hin, von daher. Kartenstein habe ich nicht, der ist da drüben. Viel zu kurz, ey. Oh nein! Nee, komm ich jetzt rein, gell? Aber da drüben war ja noch eine Lebenszelle. Die würde ich mir gerne geben. Aua. Das heißt, wir holen nochmal schnell die Lebenszelle da drüben. Thank you.
Hühner den Boden hier aufgemacht, kann das sein? Komm mal her. Ja, der hat ihn aufgemacht. Gut, dann gehen wir jetzt hier erstmal nicht weiter. Oh, echt frech. Wir müssen nach rechts. Das war mein erster Tod, ja. Ein Tod habe ich. Frechheit. Ja, trotzdem mal speichern. Das ist hier eine Spinne. Man merkt schon, die Gegner hier halten ein bisschen weniger aus als die, wo ich eben war. Stein, um da hochzukommen? Nee, oder? Ich nehme einfach mal mit. Hey, der Cloud! Ein Gummon aus den Elendsruinen. Wir müssen seine Fußabdrücke folgen. Lass uns holen, was er gestohlen hat. Gewinne die Wasserader zurück. Okay. Ich hab die Steine noch nicht. Kollege. Jetzt für mich aufschießen oder was? Weil das sieht zerbrechlich aus hier. Dornsumpf Mondgrotte. Ich will aber eigentlich nach links. Oder gibt's hier irgendwas?
Ah, du musst den Weg für die frei machen, damit die das nicht gut machen können. Du machst mir jetzt das nicht leer. Danke. Also ich speichern jetzt hier nochmal. Das sieht nach Instant-Tod aus, kann das sein? Aber wir haben jetzt hier erstmal nochmal Fähigkeitspunkte. Aber möglich ist hier mit der Geizwand mit zwei Ziele auf einmal zu treffen. Das klingt auch gut. Kartenmarkierung lässt die meisten einsammelbaren Gegenstände auf der Karte erscheinen. Das klingt auch gut. Neu formieren. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt eine Lebenszelle wieder her. Das klingt auch gut. Ich wäre aber erstmal dafür. Was wird mir da jetzt angezeigt? Ach hier. Die Erfahrungskugeln. Oh Gott, das sind aber einige hier am Start. Die ist außerhalb der Map. Okay. Ach hier, diese Machttüren haben mir jetzt auch angezeigt. Oben seht ihr auch die Prozente in den verschiedenen Gebieten, die man erreicht hat. Und ich denke mal, 100% überall zu haben, das wird sehr lange dauern. Ja, dann muss man im Prinzip die ganze Karte nochmal neu abgrasen mit allen Fähigkeiten, um überall hinzukommen. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Speichern. Und ich würde sagen, an dieser Stelle ist die erste Folge zu Ende. Ja, mir macht das Spiel sehr viel Spaß. Ich finde, es sieht verdammt gut aus. Ich kann auch jeden Bloodstained empfehlen, das Remake, was vor Folgejahr oder vor zwei Jahren rausgekommen ist. Das habe ich auch durchgespielt. Sehr gutes Spiel. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bei Ori and the Blind Forest für die Xbox Series X. Bis dahin verabschiede ich mich. Haut rein. Doomsday bei DGV.